Hallo? Hallo, ist das die Sema? Ja, ich bin's, hallo. Hallo, meine liebe Sema. Sema, erzähl uns, die ganze Welt hört zu. Also wir sind nur 8 Leute, aber wir nehmen das auf. Erzähl uns von deinem Hilferuf. Wir wollen dich rausholen. Übrigens habe ich mit der Gesellschaft für bedrohte Völker gesprochen. Mit ganz tollen Leuten, auch Muslime dabei. Und die kümmern sich schon darum, dass du freikommst. Ganz, ganz, ganz schnell, sofort. Ja, also ich bin seit 8 Jahren in der Psychiatrie eingesperrt, unschuldig eingesperrt. Und das Problem ist, man hält die Leute hier, um einfach ihre Macht auszuleben und einfach Geld zu verdienen. Diese Forensiken sind jetzt die neuesten Konzentrationslager, wo Menschenhandel betrieben wird. Manche Menschen von ihnen werden zwangsmedikamentiert, einfach grundlos. Und es werden Körperfälle zu ihnen begangen, wo die Menschen sterben. Das Problem ist, wenn man in diesen Einrichtungen ist, ist man allem hilflos ausgeliefert. Ja. Und das sage ich, weil ich das selber erlebt habe. Meine liebe Sema, der Ilona geht es ja zurzeit genauso. Wir haben eine Petition ins Internet gestellt für Ilona, die für Gustl, die hat schon fast 50.000 Unterschreiber. Und die für Ilona geht auch schon in die 600. Und jetzt sind wir dabei, dir auch eine Petition zu erstellen. Das freut mich sehr. Ich war mit dieser Ilona 2,5 Jahre in Taufkirchen. Dort hat man uns beide in ein Zimmer eingesperrt. Und man hat uns uns zermürbt. Man hat uns isoliert. Man hat uns ins Isolationszimmer gesteckt, wo wir auch kein eigenes Bett hatten. Wir hatten lediglich nur im Zimmer eine Matratze, mehr nicht. Wir hatten keinen Tisch zum Schreiben, wir hatten keine Musikanlage zum Hören und wir konnten nicht raus. Wir wurden von den anderen isoliert, nur weil wir intellektuelle Frauen sind und unsere Rechte verlangt haben. Alice Schwarzer muss euch unbedingt helfen, also das geht doch so nicht. Das ist ja nicht nur wo Einzelfälle, das ist in ganz Deutschland verbreitet. Ja, und die Menschen, die das alles erleben, sie sind so hermetisch verriegelt und abgeriegelt, dass sie keine Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und manche ist es so, manche werden auch zwangsmedikamentiert aufgrund von irgendwelchen Betreuern, die mit den Ärzten zusammenarbeiten und dem Patienten absichtlich schaden. Und solche Sachen muss man nachgehen und nachforschen und an die Öffentlichkeit bringen, damit in Deutschland dieses Morden aufhört. Ja. Ja, und ich sage das, weil ich sowas nie geglaubt hätte. Ich habe mit 18 Jahren gedacht, wo ich mein Abitur gemacht habe, dass Deutschland ein bayerischer Rechtsstaat sei, beziehungsweise hier in Bayern, dass es ein Rechtsstaat sei. Und dann habe ich die blanke Wahrheit erlebt, was eigentlich wirklich los ist. Und ich habe gesehen, dass Richter lügen, dass Ärzte lügen, dass Gutachter lügen. Oh Gott. Nur um einfach an die Gelder ranzukommen. Die Forensiken sind moderne Errungenschaften, wo man damit Geld verdienen kann. Wo einfach Menschen weggesperrt werden, einfach damit das Personal und die Ärzte ihre Perversionen an sie ausleben. Ich habe früher nie verstanden, wie Konzentrationslager einfach überleben konnten. Warum es Konzentrationslager gab. Und warum überhaupt keiner was gegen die Konzentrationslager im Dritten Reich machen konnte. Dieses System habe ich jetzt endlich begriffen. Weißt du was, mein Großvater Hermann Hagen, der ist 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet worden, nachdem er versucht hatte, Freunde hatten versucht, ihn in einer Psychiatrie unterzubringen, weil der war Jude und der war auf der Flucht und da kamen die auf die Idee, den ins Waldhaus einzuweisen, das ist in Templin. Und anyways, und dann aber 1942 haben die Euthanasiegesetze der Nazis gegriffen. Und dann wurden auch alle Insassen von Psychiatrien ins Konzentrationslager gebracht und dort dann noch weiter Menschenversuche und gefoltert und ermordet. Also ich wollte dir nur sagen, ich bin die Tochter von einem Nazi-Folteropfer der Psychiatrie und auch mein Vater Hans Hagen war Folteropfer der Nazis. Der ist dann gerettet worden, weil so mutige Menschen wie die ganzen Gustl Mollat Unterstützer in Deutschland sich halt ihn befreit haben, wo der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Und es ist so ein Skandal, dass es immer noch Konzentrationslager gibt hier in Deutschland. Weil du hast ja gerade selbst gesagt, Sema Altun Kaynak, wir sprechen seit gestern, weiß ich von dir. Sag deinen Namen nochmal. Altun Kaynak. Ja,
Bitte sprich und wir wollen die Zeit ausnutzen. Wir zeichnen das Gespräch ja auf und es. Es geht darum, dass zum Beispiel diese Medikamente, diese Neuroleptika, die stammen alle noch aus dem Dritten Reich. Haldol-Fluor. Das sind solche Sachen. Ich habe einmal, wo ich zwangsmedikamentiert worden bin, 2009, wegen einem nichtigen Grund, nur wegen der Perversion einer Psychologin. Weil sie auf den Stationsarzt gesponnen hat und dieser Arzt hat sehr große Sympathie mit mir gehabt. Und sie wollte mich unbedingt gemeinsam mit der Ilona ins Wachzimmer reinbringen. Nur aus diesem Grund hat sie mich zwangsmedikamentieren lassen, mit 5 Milliliter Haldol injiziert worden. Und zwar hat man mich, wo ich gerade gebügelt habe in meinem Zimmer, ein Pfleger kam und hat gesagt, ja, Sie müssen jetzt sofort in den Wachraum, also in den Isolierraum. Und ich habe gesagt, ja, warum? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, hat er gesagt, sofort. Und dann kam die Psychologin und dann wurde ich mit Gewalt, wurde ich dann in das ISO-Zimmer reingebracht. Dort war dieses Fixierbett. Also Fixierbett ist ein Bett, an dem man mit Gurten den Patienten fesselt und dann ein Medikament injiziert. Und genauso haben sie das. Und dieses Medikament macht das der Mensch ganz, ganz furchtbar, wie in der Hölle sich fühlt, ne? Ja, also mit diesem Medikament, wenn man das einnimmt, also ich kann das aus meinen persönlichen Erfahrungen sagen, man ist extrem unruhig, man kann weder sitzen noch liegen. Nein, das gibt's doch nicht. Weißt du, man denkt doch eigentlich als normal denkender Mensch, denkst du doch, wenn jemand krank ist oder so und sich selbst verletzen könnte, dann gibst du ihm eine Beruhigung, ja, eine Beruhigung, Kloster Frommelissengeist oder was weiß ich, eine Beruhigungstablette, oh Gott, und so. Aber die Droge, die dort gespritzt wird, die tut ja den Menschen noch mehr weh. Nicht nur das, sondern diese Medikamente machen richtig aggressiv, sie machen unruhig. Ach. Sie tun den menschlichen Körper kaputt machen. Das ist sowas wie Speed. Es ist schlimmer als Speed, sondern man wird, also wenn das jetzt jemand redet. Schlimmer als Speed, hört ihr das? Ja, man wird wie ein Monster, man wird wie ein laufender Monster, wie ein Roboter. Ja. Man kriegt Parkinson-ähnliche Zustände. Ja. Und das nächste Problem ist. Neuroleptika, ne? Parkinson-ähnlich. Neuroleptika, genau. Und zwar werden die Nervenzellen, also das Dopamin, wird extrem herabgesetzt, so dass man Bewegungsprobleme bekommt. Man kann sich nicht richtig bewegen. Das ist gemein. Das ist die schwerste Folter, die ich jemals, wie mir jemals jemand erzählt hat. Es ist so schlimm, Nina. Es ist so schlimm. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und manche kriegen das jeden Tag. Ich habe Frauen in Taufkirchen erlebt. Die eine wurde 60 Tage. Die Bundeswehr muss sofort dorthin. Die gesamte Bundeswehr. Die müssen die Klinik stürmen, erschließen, alle Gefangenen befreien. Die müssen in Genesungskur, die müssen zur Kur geschickt werden. Das muss jetzt sofort aufgedeckt werden. Ich rufe alle Journalisten da draußen auf, vom Stern, vom God knows who, macht euch auf die Socken. Schalt's nicht mehr aus. Forensiken in Bayern ist Taufkirchen, die Frauenforensik. Und Straubing, das Hochsicherheitstrakt, wo auch sehr, sehr viele, also männliche Strafgefangene sitzen. Ja. Und viele haben aufgegeben, viele setzen sich einfach hin, lassen sich alles über sich ergehen und das war's dann auch. Ich bin viele sterben auch dran. Ich habe viele sterben gesehen. Ich habe hier in dieser Forensik 2 Selbstmorde erlebt, hängend, die waren hängend, ja. Habe ich sie aufgefunden. Ja. Und natürlich, wenn man sowas erlebt, sagt man sich, habe ich zu wenig getan. Ich hätte ja mehr machen können. Ach, das denkt man immer, wenn jemand vor einem weggeht, vor einem richtig. Nach Hause geht. Und das waren Leute, die eben Medikamente genommen haben. Ja, diese Leute ja. Wurden extra depressiv gemacht. Das ist so eine schwere Menschenrechtsverbrechen. Wir müssen sofort zum Gerichtshof in Den Haag gehen und eure Rechte einklagen. Es geht nicht mehr so weiter. Und ich habe alles, sofort. Was ich sage, kann ich schriftlich niederlegen und festlegen. 2006 wollten sie mir auch per Zwangsbetreuung diese Medikation aufbrummen. Aber ich habe mich mit meiner Intelligenz
mit meiner Hartnäckigkeit sehr dagegen gewehrt. Ich habe einen Brief geschrieben an den Richter, an den Vormundschaftsgericht, Herr Grimm, und habe ihn gebeten zu kommen. Und das alles habe ich heimlich gemacht. Der Richter ist gekommen und hat sofort verstanden, dass ich ihn heimlich diesen Brief zugesteckt habe. Ich muss jetzt leider aufhören, Nina. Ja, es kommt ich danke dir, ich danke dir. Das war großartig. Gott segne dich. Wann darf ich dich wieder anrufen? Du musst mich später nochmal anrufen. Wann denn ungefähr? So um 16 Uhr vielleicht? Ja, mache ich. Tschüss dabei, ne? Tschüss dabei, ja. Tschüss dabei. Danke, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes. Oh, God bless you, God bless you. Sema ist eine Muslimin. Okay, Leute, ich bin jetzt fix und fertig. Ich kann jetzt darüber nicht sprechen. Ich muss jetzt Hilfsorganisationen anrufen. Ich mache jetzt den Stream aus. Ich lasse ihn noch einen Moment weiterlaufen, weil gestern Abend haben wir mit Fritz Schuster gesprochen und dann, wo ich auf Stop gedrückt habe, dann später, wo ich es nochmal angeguckt habe, stellenweise, da war das so abgeschnitten. Deswegen werde ich jetzt, spreche ich noch und warte noch ein paar Sekunden, bis ich jetzt Stop mache. Und dann hoffe ich, ich bekomme das auf... ich bekomme das gespeichert und ich mache jetzt nichts falsch. Und liebe Aktivisten, liebe Unterstützer da draußen, was wir heute gehört haben, das sprengt sämtliche Vorstellungen. Wie ich schon gesagt habe, die Bundeswehr muss sofort mobilisiert werden und die Gefangenen, Gefolterten, Entrechteten in den Forensiken, die um Hilfe schreien, befreien. Also Leute, los geht's, wir haben Arbeit zu tun. Ich drücke jetzt auf Stopp. Okay, we're on. Wir rufen jetzt Sema Altun Kainak nochmal an. In demselben Klinikum, in derselben Forensik, wo Gustl Mollat auch gefangen gehalten wird. Sema ist eine Türkin und eine Muslimin. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Breinhorn. Kann ich bitte mit der Sema sprechen? Dankeschön. Hallo, liebe Sema, wir sind auf Sendung. Ah, schön. Meine Liebe, ich freue mich so. Ich freue mich auch sehr. Ich habe das Gefühl gehabt gestern bei dir, als ob mich ein Engel berührt. Und danach konnte ich 2 Stunden durchgehend schlafen. Oh, ich freue mich so. Zurzeit ist ja dieser heilige Monat Ramadan, ja, wo eigentlich diese esoterischen Energien sehr, sehr stark sind, ja, im islamischen Glauben. Ja. Und wenn man betet, werden die Gebete erhört. Und ich habe ja letztes Jahr meine Mama verloren. Ich konnte leider nicht ans Grab von meiner Mama. Und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Und dadurch, dass ich sie ja nicht sehen konnte, habe ich eine sehr, sehr tiefe seelische Bindung zu ihr. Und ich spüre jeden Tag, wie sehr sie... durch Gebete, ja, weil ich denke, die Seele ist ja nicht tot, sie lebt ja, dass sie Gebete schickt, dass man mir hilft, dass ich rauskomme. Ja, meine Liebe. Ja, und jetzt bist du in mein Leben eingetreten. Was ist das für ein schönes Gefühl? Ja, und ich habe mich so gefreut, wo unsere Freundin, die dich besucht hat bei dem Sommerfest, wo sie mir das Foto von dir geschickt hat und wo ich gehört habe, dass du... Mut geschöpft hast, weil doch der Gustl Mollat so eine große Unterstützung in der Bundesrepublik und auch weltweit hat und die Ilona Haselbauer Petition jetzt auch schon ganz gut anläuft und jetzt stellen wir eine Petition für dich auch ins Netz. Wir sprechen die ganze Zeit mit Menschenrechtsorganisationen, wir haben vor, mit Politikern zu sprechen, aber ich will jetzt nicht die Redezeit wegnehmen, sondern... Erzähl uns weiter. Was möchtest du von mir noch wissen? Ich werde dir alles sagen und erklären und das alles, was ich dir sage, kann ich schriftlich belegen. Ja. Alles.
was ich erlebt habe, was ich durchgemacht habe, wie Politiker mit meinem Fall umgegangen sind, wie ich ohne richterlichen Beschluss einfach so in einer Nacht- und Nebelaktion von Taufkirchen wie ein Stück Ware nach Straubing verfrachtet wurde, wie ich gefoltert wurde all die Jahre, 3,5 Jahre ins Zimmer eingesperrt wurde. Ich kann dir das alles nachweisen, ich habe alles schriftlich. Hallo? Ja, meine Liebe. Ich habe noch so ein altmodisches Telefon, wo über den Lautsprecher deine Stimme kommt. Und deswegen hörst du mich dann zwischendurch nicht. Okay. Aber erzähl uns, wie ist es dazu gekommen, dass der Ursprung war, was war der Grund? Der Ursprung war, ich war zuerst wegen Körperverletzung eingesperrt worden, obwohl ich die nicht begangen hatte. Und ich war 2 Monate im Gefängnis. Aber das Problem war, im Gefängnis, im Bayerischen, in Bayern, in Gefängnissen kann man nicht telefonieren, im Untersuchungshaft. Und dann habe ich meine Rechtsanwältin angeschrieben und habe gesagt, ich muss woanders hin, ich kann hier nicht bleiben, weil meine Eltern nicht lesen und schreiben können, Analphabeten sind und ich eben keine Handhabe habe, sie zu erreichen. Die Kommunikation war 2 Monate lang tot. Ich konnte meine Eltern nicht erreichen und meine Mutter hängt sehr an mir. Und sie hat auf meinem Ende mich 100-mal versucht anzurufen, aber hat nicht erreicht. Und sie war natürlich in ganz großer Sorge. Diese Rechtsanwältin hat dann versucht, über eine Gutachterin mich aus diesem Gefängnis rauszuholen. Und warum bist du da reingekommen? Wegen einer Beschuldigung, wegen einer Anschuldigung, dass ich eine Körperverletzung begangen hätte. Ach du liebe Güte. Ja. Es war eine Verleumdung. Eine Verleumdung. Verleumdung, genau. Um Gottes Willen. Und dann im Gericht, was war das, wie ging das dann zu? Im Gericht war es dann so, dadurch, dass ich keine Zeugen hatte in Not war, in Zeugungsaussage Not war, hat man mich dann rechtskräftig verurteilt, ohne irgendwelche Beweise, dass ich das war. Und was wurde dir genau angehängt? Schwere Körperverletzung. Was hat denn diese Person, die dich beschuldigt hat, wie sah denn die Körperverletzung aus? Das war so, dass man mit einem Kerzenständer praktisch ins Gesicht geschlagen hätte. Also so Jochbogenfraktur. Wer war denn die Person, die dich da angeklagt hat? Das war ein altes Ehepaar. Ich war leider Gottes zur falschen Zeit am Tatort. Ich habe in dieser Wohnung übernachtet und ich kannte diese Leute flüchtig, wollte der Frau helfen, weil diese Frau krank war und ich wollte ihr medizinisch helfen, weil ich Heilpraktikerin bin. Ja. Aber das Problem war, ich wusste nicht, dass die Frau geldgeil ist. Ich wusste nicht, dass sie ganz andere Absichten hat. Sie wollte, dass sie alles erbt von ihrem Freund. Und der Freund war sehr vermögend, der hatte 4 Häuser. Und die Schwester von diesem Mann wollte ans Erbe. Es ging um die Erbschaft. Und sie hat mir sogar die Erbschaft, schriftlich gezeigt, das Testament von ihm. Aber bis ich dann alles gesehen habe, war dann alles zu spät. Und man hat mich dann ein paar Monate später verhaftet. Ja, und dann bin ich so ins Schlamassel reingekommen, in die Mühlen der Psychiatrie. So ist es alles abgelaufen. Dann ungefähr so ging es der Ilona Haselbauer ja auch, wo jemand sie verleumdet hat vor Gericht und behauptet hat, sie hätte jemanden das Problem, den Einkaufswagen ins Hinterteil. Ich weiß es, bei uns ist es so, also wenn das Problem ist, die bayerischen Gerichte recherchieren nicht richtig und sie haben nicht die Beweise, bei mir war das eine Indizienverhandlung und keine Beweisverhandlung, weil da eben die Beweise fehlen, dass ich es war. Die fehlen einfach. So, jetzt sagen wir mal Folgendes, wie lange bist du dann in eine Gefängnishaft gekommen? Ich war von 6. Mai bis 18. Juli, also eigentlich kurz im Gefängnis. Wenn ich das gewusst hätte, was dieses Gutachten, das mich in die Psychiatrie gebracht hat, für Ursachen hat, für Auswirkungen hat, wäre ich freiwillig im Gefängnis geblieben. Wie lange Gefängnisstrafe hat man dich denn verurteilt für die Tat, die man dir gar nicht richtig beweisen konnte? Ja, man hat mir keine Haftstrafe gegeben, sondern diesen Paragraphen 63. Ah, der Paragraph 63. Genau, ohne Haftstrafe. Oh Gott.
Das Problem war, ich wusste nicht, was das heißt. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich das richtige lebenslänglich ist. Das wusste ich nicht. Paragraph 63. Ja, Paragraph 63 ist richtiges Lebenslänglich. Ja, unsere ganzen Organisationen, Bundesverband, Psychiatrie, Pharma, Padverfüh, alle wollen den Paragraphen 63 abschaffen. Ein teuflischer Paragraph, weil das Problem ist eins, wenn man rauskommt aus der Psychiatrie, auch wenn man entlassen wird, haben die immer noch die Möglichkeit, dich wieder reinzuholen. Bei der kleinsten Kleinigkeit, du brauchst nur eine Rechnung nicht bezahlt haben oder irgendwas Kleines vergessen oder verpasst haben, kommst du wieder rein. Das ist ganz, ganz schlimm. Und man ist eigentlich dem allem hilflos ausgeliefert. Und mein Ziel ist, diesen Paragraph 63 einfach wegzubekommen. Ja, das ist unser gemeinsames Ziel. Wir machen jetzt ganz viele Veranstaltungen mit unseren Freunden von allen Bundesverbänden, Psychiatrieerfahrener und so weiter. Und wir werden richtige Podiumsdiskussionen machen und Gesprächsrunden mit Politikern einladen. Wir haben eine Liste gemacht, eine Frageliste an alle Politiker, die zur Bundeswahl antreten. Ich möchte noch etwas sagen. Ja, ich war auf der Station, wo Gustl Mollat war. Und dadurch, dass ich sehr unbequem war und meine Rechte verlangt habe und meine Patientenakte nach langem Kämpfen immer noch nicht erhalten habe und bekommen habe, haben sie mich dann auf die Zugangsstation verlegt, gegen meinen Willen. Die haben mich mit 15 Mann, mit Sicherheitsdienst, mit Pflegepersonal von 2 Stationen auf die Zugangsstation gebracht. Ich war 4 Monate isoliert und das war für mich so schlimm. Ich wurde dann zurückgeworfen und ich habe die ganzen Lockerungen vorher, die ich hatte, nicht mehr. Ich konnte nicht selber kochen, ich konnte nicht fernsehen, so wie ich will. Ich war mit Leuten zusammen, die einen Abbruch gemacht haben vom 64er. Und ich war eigentlich auf einer falschen Station und das Allerschlimmste war, ich habe dafür keine schriftliche Erklärung bekommen. Keiner ist dann gekommen zu mir und keiner hat mit mir geredet von der ärztlichen Seite, warum ich überhaupt auf die Zugangsstation gebracht wurde. Sie wollten mich einfach von Gustl Mollat trennen, weil 2 Leute, die auf der Station sind, die dann praktisch gegen diese Zustände sich wehren, gegen diese Missstände sich wehren, war denen zu viel. Weil bei Mollat war es dann so, er hat dann sehr viel Besuch von der Presse bekommen und mich wollte auch das Bayerische Fernsehen besuchen, beziehungsweise der Bayerische Rundfunk, weil ich den Jens Lehmann kenne, der da zuständig ist. Und dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Man hat mich einfach, weil ich denen ein Dorn im Auge war, einfach praktisch mich rausgeekelt aus dieser Station. Und auf dieser Station sind Menschen, die im Durchschnitt mehr als 15 Jahre sitzen, einfach so, die nicht diese Lockerungsstufungen bekommen, die nicht einfach weiterkommen, die einfach resigniert sind und einfach so dahin vegetieren. Und ich habe telefonisch zu dieser Station noch guten Kontakt, guten Draht, weil ich möchte diesen Männern, ich war dort die einzige Frau, weil ich diesen Männern einfach Hoffnung geben möchte. Ich habe auf der ersten Station auf der FP3 2 Selbstmorde erlebt, beziehungsweise 2 Menschen, die sich aufgehängt haben innerhalb von 4 Wochen. Ich habe die hängen gesehen und habe mich einfach schlecht gefühlt und hilflos gefühlt, weil ich einfach denen nicht helfen konnte. Ich fühle mich genauso hilflos wie du, meine liebe Sema, weil wir wollen euch allen so, so sehr helfen. Sema, noch eine Frage zu diesem Ursprungs- Einlieferungsgrund ohne Zeugen. Wer war? Einlieferung war so, also diese, wo ich in die Psychiatrie eingeliefert wurde, das war ein Gutachten von der Frau Dr. Ziegert aus München. Ja. Und diese Frau hat mich nicht über diesen 63er bzw. Paragraph 126a aufgeklärt. Ich habe gedacht... 126a auch noch, ja. Genau, das ist diese praktisch Unterbringung im Untersuchungshaft in der Psychiatrie und Paragraph 63 ist dann dieses rechtskräftige Urteil basierend auf die Gesetze Paragraph 20 und 21. 20 und 21, das hat mir unser René Talbot schon gesagt, ja. Ich bin weder psychisch krank, noch habe ich körperliche Defizite.
Ich bin ein kerngesunder, wacher Mensch. Ja. Hilfsbereiter, netter Mensch. Ja. Die sehr viel Liebe hat und sehr viel Mitleid und Mitgefühl für die Mitpatienten hat. Und das, was ich alles erlebt habe, hätte ich nie gedacht, dass sowas in Deutschland noch existiert. Um Gottes Willen. Weißt du, warum weiß denn der Rat der Muslime nicht Bescheid in Deutschland über deinen Fall? Oh, ich wusste nicht, dass es so einen Rat gibt. Und zweitens, das Problem ist, wenn man draußen die Leute anschreibt und anruft, die Leute nehmen einen nicht ernst, weil sie denken, so etwas gibt es in Deutschland nicht. Ich habe gerade... Können Sie sich nicht vorstellen, mit welchen Machenschaften, mit welcher Hinterhältigkeit diese Leute hier arbeiten? Das kann man, wenn man das nicht erlebt hat, gar nicht glauben. Ja, du hast uns vorhin in unserem ersten Gespräch, das haben wir aufgezeichnet und gespeichert, kann man immer wieder abrufen, erzählt von den furchtbaren Zuständen, die ihr erleben müsst, die ihr durchleiden müsst, wenn ihr gespritzt werdet mit Neuroleptika und Haldol. Ja, das war ganz schlimm. Und zwar war es auch so, wo ich diese erste Fixierung bei einer anderen Frau erlebt habe. Ich habe richtig Angst bekommen. Sie ist dann gefesselt worden von 8 Pflegern und dann ist ihr die Spritze eingespritzt worden, injiziert worden. Und du musst dir vorstellen, diese Frauen schreien bis tief 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht und wir konnten alle nicht schlafen. Und dann waren eben 2 Wachräume neben dem Stützpunkt, also einer links, einer rechts. Wenn die eine abfixiert wurde, wurde die andere anfixiert. Also sie wurde dann angeschnallt mit Magnetbändern und ihr wurde ein Haldol oder Fluoxetin oder was eben angeordnet war, gespritzt. Es geht in den Forensiken darum, dass die Leute stillhalten, dass die Leute klein gehalten werden, dass die Leute keine eigene Meinung haben. Deshalb haben sie auch mit mir so große Schwierigkeiten, weil ich eine sehr selbstbestimmte Frau bin und mir nichts gefallen lasse und sehr unbeugsam bin und sehr unbequem bin und sie rhetorisch fertig mache. Damit kamen sie nicht klar und das war auch der Grund, warum die mich dann von BKH Taufkirchen nach BKH Straubing ohne Beschluss, ohne richterlichen Beschluss, ohne Anhörung, ohne irgendwelchen wirklich vernünftigen Grund, einfach abgeschoben haben zum Hochsicherheitstrakt. Sieh mal, danke, dass du uns das alles berichtest. Das ist so großartig, dass wir das jetzt alle wissen dürfen und dass wir dich vor allen Dingen auch selbst an der Strippe haben dürfen. Ja, und ich habe noch eine Frage. Damals, wo es keine Zeugen gab für dieses schreckliche Verbrechen mit diesem Schwerverletzung, was glaubst du denn, wer war der Täter? Der Täter, das waren Freunde von diesem Mann, die von ihm Geld verlangt haben. Oh, oh, oh. Und zwar eine hohe Summe und ich glaube, es ging um 100.000 Euro. Und das ist alles in der Nacht passiert, vom 14. auf den 15. September 2004. Und 2005 bin ich hier eingesperrt worden. Oh, sieh mal, das darf doch nicht wahr sein. Das Problem war einfach, diese beiden Männer wollten von diesem Mann das Geld zurückhaben und er wollte ihnen das Geld nicht geben. Und dann kam es zu einer körperlichen Rangelei. Ja, und warum hat man dich nicht angehört im Gericht? Die Geschichte ist doch total plausibel. Dem muss man doch nachgehen. Man kann doch einen Menschen nicht... Man hat mich zwar angehört, aber trotzdem verurteilt. Das ist das Hauptproblem. Und hast du einen Anwalt? Hast du jetzt noch einen Anwalt? Ich habe zwar einen Anwalt, aber ich habe jetzt so viele Anwälte gewechselt. Ich glaube auch nicht mehr an die Anwälte, weil die bayerischen Anwälte für die Gerichte arbeiten. Ja. Leider Gottes. Außer man hat sehr, sehr viel Geld und kann sich so einen Staranwalt leisten, wie jetzt Herrn Strate, was der jetzt der Herr Gustl Mollert hat. Ja. Oder unglaublich. Man den Herrn Schwen, Johann Schwen aus Hamburg. Aber das ist immer so eine Sache. Ne? Wenn man das nötige Kleingeld nicht hat, kann man sich nicht wehren. Es geht ja nicht nur mir so. Ich bin ja kein Einzelfall. Es geht ja so, so vielen Leuten hier. Aber das Allerschlimmste ist, diese Stellungnahmen, was die Ärzte hier schreiben, enthalten so viele Lügen, so viele schlimme Dinge, dass man glaubt, dass diese Menschen wirklich Monster sind. Und das Problem ist,
Man kann auch eine Gegenstellungnahme machen, aber die Richter glauben natürlich nicht diesen Patienten, die eingesperrt sind, sondern sie arbeiten mit den Ärzten zusammen und führen eigentlich diese kriminellen Verbrechen weiter. Und das ist nicht nur in ganz Bayern so, das ist jetzt fast bundesweit so. Eigentlich die Halbhauptschuldigen sind die Richter. Die Richter ermitteln nicht. Die Richter sprechen zu wenig mit den Patienten. Eine Anhörung dauert im Durchschnitt 5 Minuten. Und eine Anhörung von Paragraph 63ern findet einmal im Jahr statt. Und stell dir vor, eigentlich sollten die Patienten rechtliches Gehör haben. Diese finden sie leider nicht in den Gerichten. Sie werden einfach abgeschmettert und niedergeredet und der Patient kehrt dann niedergeschlagen zurück in die Forensik. Und jedes Jahr geht es immer so weiter. Weißt du, dass ich die Schirmfrau der PATVERFÜ bin, www.patverfüh.de, die momentan einzige rechtswirksame Schutzmaßnahme gegen Zwangsdiagnose und Zwangspsychiatrie. Die war sogar neulich in der Bildzeitung abgedruckt, unser Flyer, die Vorderseite und die Rückseite. Und ich zeige mal den Flyer in die Kamera. Und es geht mir darum, einfach die Außenwelt zu informieren. Aber damals gab es noch keine PATVERFÜH, wo man dich verurteilt hat, wo man Gustl verurteilt hat, wo man Ilona verurteilt hat. Und auch jetzt haben viele Leute das schwer, sich eine zu besorgen, wenn sie schon den Behörden da auffällig geworden sind. Dann, ja. Ach, lange Geschichte. Das ist alles, weißt du, ich habe jetzt nach 8 Jahren wirklich sehr, sehr viel Erfahrung und ich lasse mir nichts bieten. Ja. Und das Problem ist einfach, wenn man seinen Mund nicht aufmacht und sich dagegen wehrt, wird man noch viel schlimmer behandelt. Dann wird man wie ein kleines Kind behandelt oder wie ein Mensch, der nicht eigenständig denken kann. Man versucht halt, die Leute einzuschüchtern mit irgendwelchen Rücknahmen von Lockerungen, dass man rausgehen kann. Und viele möchten, haben Angst und können sich nicht äußern. Das ist das Hauptproblem. Auch nicht diesen Intellekt, um zu kämpfen, und auch nicht diese innere Stärke und den Mut. Ne? Und die lassen alles über sich ergehen. Ich kenne hier wirklich hunderte von Leuten, die einfach Medikamente nehmen, obwohl sie das nicht müssen. Und diese Medikamente, in Anführungszeichen, sind ja keine Medikamente, sondern das ist Gift. Das ist pures Gift für den Körper. Diese Medikamente, diese Neuroleptika, verursachen schwerste Schäden im Organismus. Ja, ich habe einen Freund, einen engen Freund, der ist mit Neuroleptika zum Invaliden gespritzt worden. Der ist jetzt wieder in der Freiheit und wir versuchen ihn so gut wie möglich zu beschützen. Und wenn man diese Medikamente einmal nimmt, hat man schon verloren. Ja, der ist ganz krank, der zittert und hat einen ganz schmächtigen Körper, Das Einzige wirklich, was man machen kann, und das sage ich hier nochmal, die Außenwelt muss was unternehmen. Die Außenwelt muss informiert werden über die schrecklichen Zustände in den Forensiken. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig ist für die Patienten hier, diese jährlichen Anhörungen müssen öffentlich gemacht werden. Und davor haben sie nämlich Angst. Die größte Waffe der Patienten hier ist die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit in den Gerichten. Dann müssen alle Stellungnahmen, was die Ärzte schreiben, die ganzen Gutachter, was die Gutachter über einen schreiben, das muss alles ins Internet, ins Fernsehen, ins Radio. Jeder muss wissen, wie pervers, wie wahnsinnig diese Ärzte sind. Und eben das Ganze drumherum. Ja. Das ist eine Mafia-Organisation, die versucht, die Patienten praktisch als Ware zu sehen, Geld zu schöpfen. Jedes Jahr kassieren sie pro Person mindestens 100.000 Euro, wenn nicht mehr. Und das für so, so viele Patienten. Und das bezahlt der Steuerzahler. Der Staat subventioniert diese Sache. Der Staat subventioniert diese Sache. Und außerdem ist es so, dass die Zahl der Forensiken
tendenziell ansteigt. Es werden neue Gebäude errichtet, weil sie sagen, ja, wir sind zu voll, wir sind überbelastet. Ja, das haben wir im Fernsehen gesehen. Dreisat hat berichtet in einer Dokumentation, die nennt sich Deutschland im Homogenisierungswahn, dass jedes Jahr, Jahr für Jahr, über 200.000 Menschen in die Zwangspsychiatrien eingewiesen werden. Doppelt so viele wie noch vor 15 Jahren. Dahinter ist auch die Pharmaindustrie, die natürlich riesengroßes Geschäft darin wittert, Milliarden von Geldern macht, Milliarden von Euros macht. Und außerdem ist es auch so, dass die Pharmaindustrie Druck ausübt auf die Kliniken, dass sie praktisch ihre Medikamente kaufen. Und dann geht es auch weiter, dass die Ärzte auch das tun müssen, was Politiker bestimmen. Eine große Schuld trifft auch die Politiker, die einfach zusehen, wie hier die Patienten behandelt werden. Und nicht nur die Politiker, sondern alle Journalisten und alle Medien Deutschlands. Und dann, oh Gott. Hallo? Ja, ich bin da. Hier geht es darum wirklich, dass neue Gesetze zum Schutze der Patienten gemacht werden, dass alles, ob das jetzt Forensiken sind, Gerichte sind oder auch die Gutachten und die Gutachter, dass alles praktisch für jeden zugänglich wird, dass da eine Transparenz herrscht, dass diese schrecklichen Folterungen nicht mehr stattfinden. Dass es keine Zwangsmedikamentierung gibt, dass es keine Zwangsbetreuung gibt und vor allen Dingen, dass die Länge, die Aufenthaltsdauer der Unterbringung eindeutig reduziert wird. Es kann nicht sein, dass Menschen jahrelang festgehalten werden. Diese Leute müssen resozialisiert werden und nicht asozialisiert werden. Und vor allen Dingen muss dieser Paragraph 63 sofort abgeschafft werden. Ja, genau. Das ist nämlich das Kernstück der deutschen Gesetzgebung, die das zulässt. Richtig. Und vor allen Dingen fehlt hier die Kontrolle überall. Die Richter werden nicht kontrolliert. Die Gutachter werden nicht kontrolliert. Weil Deutschland das Antikorruptionsgesetz nicht unterschrieben hat. Richtig. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Ländern. Und da muss. Und das Antifoltergesetz auch nicht. Das sind die UN-Anti-Folter-Konvention wird hier in Deutschland nicht eingehalten durch den Paragraphen 63. Richtig, und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das Problem ist, dieser Paragraph macht die Menschen kaputt, macht Familien kaputt, macht die Gesellschaft kaputt. Wenn einer was verbrochen hat, sollte jeder seine Strafe absitzen und dann wieder rauskommen. Aber nicht ewig lang festgehalten werden. Und gefoltert werden. Das hat keiner. Und Willkür ausgesetzt zu werden und Bestrafungen, Unverhältnismäßigkeiten und Unmenschlichkeiten und Menschenquälereien. Die Leute draußen denken, dass diese Forensiken humane Institutionen sind. Aber das sind sie nicht, im Gegenteil. Und das ist auch mein Problem, das ich im Moment fühle, weil so viele Gustl-Mollert-Unterstützer, die machen den Gustl-Mollert zu einer Galionsfigur, die kümmern sich nur um den Gustl. Obwohl der Gustl in seinem Brief an mich, hier habe ich ihn rangeklebt, sehr geehrte Frau Hagen, Bayreuth, den 14.07.2013, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich für mich einsetzten und auch vor der bayerischen Vertretung in Berlin waren, ich und alle namenlosen Opfer des Psychiatrie. Meine Zeit ist um. Ja, ich danke dir sehr, Madame. Ich kann aber gerne morgen nochmal telefonieren. Um wie viel Uhr? Du kannst mich morgen, ist Samstag, du kannst mich ab 8.15 Uhr erreichen in der Früh. Okay, meine Liebe, ich danke dir. Ich danke dir sehr herzlich und vielen Dank an die Zuhörer. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke, Sema. Danke. Gott segne dich, Gott segne dich. Danke dir. Assalamu alaikum. Friede sei mit dir. Dankeschön. Shalom. Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern,
sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Oh, Seema. My wonderful Seema. Oh, Frau Seema, jetzt rufe ich unsere Aktivisten an von unseren Bundesverbänden und wir arbeiten jetzt erstmal an der Petition. Wir haben, ich weiß ja erst seit gestern von dem Notfall und seit gestern kenne ich Seema erst. Also wir werden heute ab 18.30 Uhr wieder einen Stream machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Solidarität. Bitte teilt dieses Video, teilt den Kanal, sagt euren Freunden, Bekannten, Verwandten und Social Networks Bescheid, dass es einen Livestream gibt, der nennt sich Nina Hagen Intervision und wir machen, wir bringen ja Telefonate und wichtige Informationen, damit wir es schaffen, den Folterparagraphen 63 abzuschaffen und seine kleinen Nebenparagraphen 21, 22 oder 20, 21, was das war. Ich drücke auf Stopp. Auf Wiedersehen. Danke für eure Solidarität. Gott stehe uns bei. Friede sei mit euch. Shabbat Shalom. Assalamu alaikum. Mir, Frieden. Peace. Pace. Pe. Und Liebe und Gerechtigkeit. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist das Stärkste.